Hey, Leute, was geht denn hier ab? Oh, mein Hintern! Ah, ah, verdammt, die Bienen! Oh Gott! Blue! Leute, wenn ich jetzt hier rausspringe, dann greifen die Bienen dann an. Blue, ich rette dich! Oh. Yo, Leute, was geht ab? Ich mal hier gerade mal den Epic Safe. Uff. Ich muss jetzt hier Blue anscheinend retten vor den Bienen. Willkommen zu einer Folge Save the Rainbow Friends. Falls ihr solche Formate feiert, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir haben gerade 30 Münzen dafür kassiert, dass wir ihn gerettet haben. Und es geht darum, dass wir immer was malen müssen, damit die Bienen Blue nicht umlegen. Ja, das hört sich alles ganz easy an und sieht hier, wenn ich das mal auch ganz locker aus. Aber es wird immer schwerer. Und man sieht hier oben, wir wollen immer die 3 Sterne haben, Leute. Ansonsten flippe ich natürlich und... Wie der immer am Lachen ist. Es ist nachher halt super schwer, diese 3 Sterne hinzukriegen. Gerade auch, wie man sieht, weil hier jetzt 2 Blues sind. Aber auch hier werden wir ganz locker damit fertig. Ich male mal sowas hier. Und da kommen die Bienen jetzt auch nicht durch. Guck mal, wie Angst die haben. Und jetzt freuen die sich wieder. Nice. Okay, okay, okay. Also, zeig mir mal ein Brutalo-Level. Ich bin mal gespannt. Wir könnten jetzt hier so einen Kreis malen und dann wäre der halt relativ safe. Das mache ich jetzt einmal mal. Ich male das mal so ein bisschen nach, ne? Und jetzt ist der auf jeden Fall gesichert. Er würde hier halt sogar noch sterben. Das kommt dazu. Also alles in allem gar nicht mal so einfach. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Menü. Wir gucken mal einfach rein. So, was kann man hier so machen? So wie es aussieht, haben wir... Oh mein Gott, Digga. 300 Levels. Ey, Leute, Hashtag 300 in die Kommentare jetzt, wenn wir alle Levels durchgrinden sollen. Ich glaube, es wird eine harte Challenge, aber es ist definitiv möglich. Wir werden hier jetzt genau das gleiche machen wie eben in der Runde. Wir machen hier so einen Kreis und saven die. Das ist eigentlich relativ easy. Wir haben wenig von diesem 3. Stern hier verbraucht. Wir sind gut dabei. Gucken wir mal einfach weiter. Ich gebe euch noch einen Tipp. Falls ihr das selber spielen wollt, schaltet die Werbung aus. Weil die richtig nervig ist. Oh, wir haben jetzt hier sogar Lava. Sehr interessant. Und 3 Rainbow Friends sind jetzt sogar hier. Ah, das könnte jetzt ein bisschen hart werden. Na, ich hätte jetzt gedacht, die gehen hier vielleicht sogar rum. Boah, war auf jeden Fall schon echt eine knappe Kiste, ne? Aber die Bienen sind halt dumm. Dumme Bienen sind immer am besten. Jetzt machen wir das vielleicht eher so, würde ich sagen. Ja, das war sowas von locker. Guck mal, wie wenig ich dafür gebraucht habe, ne? Also, das ist ja wohl super entspannt. Man kann natürlich auch richtig brutale Konstruktionen bauen. Können wir einfach auch mal machen. Indem wir zum Beispiel dann hier, da so rum, hier so, ja genau, hier so rum, da so, hier noch so einen Haken reinmachen, damit das ganze Ding nicht runterfällt. Und jetzt kommen die Bienen da zum Beispiel gar nicht mehr ran. Das ist die Killerkonstruktion, die ich meine. Man hätte das natürlich noch ein bisschen anders machen können, aber ich fand das so eigentlich auch mal ganz cool. Und bisher super easy gewesen alles. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen anders. Die Bienen werden hier hochkommen, wollen sich den Rainbow schnappen. Der würde aber hier runterfallen. Wenn wir das ganze Ding einfach mit so einer Plattform machen, würden die Bienen ihn eventuell kriegen, weil sie hier durch den Schlitz gehen. Weil wenn die Bienen jetzt, glaube ich, auf die Plattform fliegen, wir können das natürlich mal testen, müssten sie die eigentlich anheben. Das ist das, was ich denke. Ja, würden sie machen, aber er war noch zu tief. Oh Gott, das war richtig knapp, habt ihr gesehen? Er wurde sogar fast darunter gerollt. Sowas muss man später auf jeden Fall noch beachten. Jetzt haben wir hier sogar etwas ganz anderes. Müssen wir irgendwie so eine Fangvorrichtung bauen. Ah, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Also eigentlich wäre es ja gut, wenn wir hier so einen Eimer machen würden. Und so einen Eimer mit so einem Haken hier oben dran. Ich habe schon eine gute Idee. Wir machen hier einfach so einen Eimer. Und ja gut, es sieht fast aus wie ein Eimer. Aber er ist gesaved vom Runterfallen plus die Bienen. Puh. Lockeres Ding, Leute. Let's go. Level 10 haben wir auf jeden Fall schon durch. Super gut. So. Dann haben wir jetzt die nächste Challenge. Es gibt jetzt 2 Bienennester. Okay, das ist schon ein bisschen schwieriger. Plus da oben fällt was runter. Er fällt auf jeden Fall gleich, denke ich mal, auf den Boden. Wir müssen halt nur aufpassen, wenn das Ding auf das Teil rauffällt, dann wird das Teil sich wahrscheinlich noch so ein bisschen bewegen. Und die Bienen versuchen natürlich irgendwie nach da unten so da drunter durchzukommen. Deswegen würde ich vielleicht sagen, machen wir einfach so einen Kreis. Denn der wird ihn safen. Komplett. Der Kreis ist eigentlich hier sogar die beste Variante. Und macht sogar die Bienen tot. Okay. Das muss man vielleicht später sogar noch nutzen. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Bienen. Es wäre halt wirklich richtig chillig, wenn wir vielleicht das so machen. Das Ding wird jetzt alle Bienen töten.
Ja, und wir haben jetzt halt nicht mehr so viele Bienen, die hier so Kräfte ausüben können. Deswegen super chillig. Und bisher war das alles noch nicht ganz so schwer für mich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil ich, wenn ich jetzt sowas halt mal, der würde das wahrscheinlich komplett mit runterziehen. Ich muss jetzt hier irgendwie... Ich hätte eine Idee. Vielleicht so? Ja. Mehr ist es nicht, Leute. Warum fällt der immer nach hinten? Der legt sich doch immer nach hinten, oder was? Der will sich doch entspannen. Man muss nicht immer alles, Oh Gott, was ist denn das? Okay, das Ding mach ich easy. Das hier hat auch schon die Hälfte gekostet, ungefähr. Aber so ein großes Viereck ist auch super chillig. Und wir gehen weiter. So, was haben wir da? Wenn wir hier so einen Strich malen... Ah, okay. Oh, der Arme wurde komplett zerstochen. Leute, ich wurde auch schon mal so richtig brutal von Bienen gestochen. Ey, ich will da nicht drüber reden, ne? Wenn wir das jetzt so machen würden, nehmen wir mal an, wir machen das so. Dann kommen die hier unten durch. Ja, die sind schon drin. Oh, es war richtig knapp. Es war richtig knapp, Leute, aber wir haben es geschafft. Uff, sehr, sehr unentspannt das Teil. Und das Ding wird ihn jetzt hier gleich runterwerfen. Oh. Verstehe. Vielleicht sollten wir so ein großes Quadrat machen, damit er nicht durch das Loch unten fällt. Ja, wir kommen da so ganz knapp, kommen wir da so ran. Das Quadrat. Die Bienen tragen den. Die tragen den. Er würde durch das Bienennest sogar durchfallen. Das hat man gerade gesehen. Das ist auch wichtig zu wissen. War nochmal ein guter Test. Bisher haben wir das perfekte Game abgeschlossen. Aber so langsam wird das hier alles relativ... unentspannt. Okay, das war auf jeden Fall 150 IQ-Safe. Tja, bisher, Leute, mache ich mich ziemlich gut. Und es wäre nice, wenn ich daraus einfach das Perfect Game mache, oder? Oh, was ist das denn? Hä? Oh nee, Leute. Oh nee. Okay, ich muss überlegen. Das Ding wird ihn jetzt rüber... Also, wenn ich hier was rumzeichne, sagen wir mal einen Kreis, wird ihn das in die Lava katapultieren. Ich denke mal, die Lava wird alles kaputt machen. Das heißt, er muss auf der Plattform bleiben. Wenn ich ihn hier vielleicht einhaken würde, also wirklich sehr knapp bemessen, dann kann das Ding ihn nichts anhaben. Die Bienen müssten durch die Lava fliegen. Es ist alles safe. Die sind sogar komplett tot. Die Bienen sind sogar komplett gerippt worden. Perfekt. Das war am Ende des Tages auch noch super chillig. Jetzt haben wir hier diese Tür, wo man hier so runter und hoch fährt. Auch da müssen wir wieder mit der gleichen Vorrichtung arbeiten, schätze ich mal. Ja, das war vielleicht nicht so schlau. Das war vielleicht nicht so schlau. Oder? Oh, das war richtig knapp. Alter, weiter geht's, Leute. Perfect Game. Komm, ich bin jetzt einmal gestorben, aber ich habe auch nur was getestet, ne? Ich weiß nicht, also streng genommen zählen wir das natürlich nicht mit. Das war jetzt ja erstmal nur ein Test. Das hier verstehe ich noch nicht so ganz, warum. Warum die das machen? Weil das ist ja eigentlich extrem leicht. Guck mal, wie die immer Angst schieben, ne? Die haben immer Angst. Braucht ihr nicht, ich bin doch da. Ich mach das doch mit euch. So, das Ding würde jetzt hier runterfallen und die natürlich catchen. Und ich würde sagen, das reicht schon, ne? Mehr muss es ja nicht sein. Die Bienen gehen davon auf jeden Fall nicht tot. Das Teil kommt nicht durch meine Zeichnung. Alles in allem ganz cool. Ich würde jetzt einfach mal gerne ein Auto malen, ne? Ich würde jetzt mal echt gerne Blue in so ein Auto... Ja, okay, das können wir jetzt erstmal nicht machen. Wir müssen jetzt vielleicht vorsichtig so ein kleines Bläschen nehmen. Oh! Sehr gut. Wenn die jetzt von hinten halt das hier so andocken würden, könnten die mich natürlich runterschmeißen. Aber so schlau sind die Bienen nicht. Wir haben 660 Münzen bereits. Wir gehen mal hier so hoch. Oh Gott. Oh nein, Leute, die perfekte Serie. Oh nein. Oh, jetzt habe ich wirklich verkackt. Ja, gut. Das war ja irgendwo abzusehen. Okay, dann machen wir doch vielleicht mal sowas hier. Hast du es? Ja. Absolut easy. Komplett weggesaved, das Ding. Sieht gut aus. Nice. Komm schon, also bis Level 25 müssen wir heute auf jeden Fall noch gehen. Das ist jetzt auch wieder nix. Oh, oh, ich habe das zum Glück lang genug gezeichnet. Oh, da fehlte nur noch ein Millimeter und dann wäre der runtergefallen, ne? Puh, das war richtig knapp. Ja, das müsste ja eigentlich auch relativ entspannt sein.
Okay, man sieht hier, die Bienen sterben in der Lava komplett. Gut gemacht. Oh mein Gott. Wir haben hier einen Boxhandschuh, der uns darüber schießt. Und, oh Mann, ey, ich mal jetzt erstmal ganz kurz einen Pfeil. Ich will einfach mal so einen Pfeil machen. Okay, also, das wäre so lustig. Wenn der Pfeil jetzt halten würde. Was? Digga, zu gut. Was? Okay. Ja, alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war ein easy game, oder? Wie macht man... das ist jetzt nicht mehr so leicht. Hier haben wir viele Probleme, die wir lösen müssen. Wir könnten so einen Eimer machen, der hier irgendwo so ein bisschen hält. Das kann man natürlich machen. Den wir das hier so ein bisschen abschotten. Den Eimer hier so machen. Und dann dahin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, warum denn dahin? Oh, der fast ist der runtergefallen, ne? Gott sei Dank geht die Zeit so schnell rum. Puh. Okay, die werden jetzt hier gleich runterfallen. Plus, wir machen hier oben noch so einen kleinen Haken dran. Genau, da oben kommen sie nicht durch. Die Bienen sind zu blöd dafür. Ich weiß nicht, was der da oben gemacht hat, aber ist okay. Das haben wir dann doch schon relativ entspannt gelöst. Ich finde den Schwierigkeitsgrad hier bei dem letzten, der ist noch ein bisschen zu leicht. Also persönlicher Geschmack. Wie wäre es, wenn wir das einfach so machen? Ja, die Bienen sind alle tot. Perfekt, Leute. Easy Game, easy Life. Und wir haben Level 29 abgeschlossen. Komm, Level 30 gönne ich euch jetzt auch noch. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum das so ist. Okay. Das war... Also das... war das leichteste Level aller Zeiten. Freunde, das war's auf jeden Fall mit Save the Rainbow Friends. Und falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst ein Like da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier ist noch eine kleine Videoempfehlung. Dickes Küsschen geht raus. Deno out.